Moin zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon. Und ja, ich stehe hier oben noch ein bisschen in der Gegend rum. Ich habe beim letzten Mal noch gespeichert und ich brauche eigentlich noch mal ein paar Bärchen, ne? Ich brauche noch ein paar Bärchen hier. Die hole ich mir noch mal Gau und dann können wir mal runtergehen. Wir müssen ja da noch jemanden retten. So, und dann gucken wir es mal. Wasserflügelteile. Ja, so, ja gut, das brauchten wir gleich auch noch irgendwie. Wasserflügelteile, das machen wir dann als nächstes. Und, ja. Schauen wir mal. Da sind nicht so wirklich viele Bären, ne? Will jetzt auch nicht 3 Kilometer weglatschen. Ja, komm, dann machen wir erstmal. Machen wir erstmal die Rettung. Hier sind noch Bären. Da dran vorbeigelatscht. So, okay, alles klar. Dann wollen wir mal runter. Oh, oh, oh. Du bist so zurück! Das ist korrekt! Weitermachen? Ja, wollen wir. So, dann wollen wir noch mal schauen. So, was hatte ich jetzt ausgerüstet? Den, okay, alles klar. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Ah. Hübsch hier. Gemütlich. Fall. Ich hätte diese Entdeckung gerne mit Olva geteilt. Leider fiel ich ins Meer, als die Ruinen in unsere Sicht kamen. Doch stell dir meine Freude vor, als ich meine Laternen im Tunnel entdeckte. Olva hielt mich für tot und konnte sie gut nutzen. So einfallsreich. Und die sich überall rumtreiben. Okay, mal kurz. So. Da rechts runter oder da. Ach, war da ist noch was. Was gefunden? Ja, eine Textdatei. Ruhe jetzt! Ich will was vorlesen. Müdes Warten. Wenn du meinen Ruf gehört hast, bist du fast in Sicherheit. Oder zumindest so nah wie möglich auf der sicheren Seite. Du fragst dich wahrscheinlich, ob du einer seltsamen Stimme, die aus einem Tunnel halt trauen kannst. Also werde ich offen und ehrlich mit dir reden, da ich das sonst mit niemandem mehr tun kann. Und was soll's, wahrscheinlich existierst du eh nicht. Wir wurden zerstampft, jeden Tag ein weiterer Schlagabtausch mit den Bots und dann sollten wir plötzlich evakuieren. Unverzüglich, ohne jegliche Vorwarnung. Mein Team musste den Laden schließen, ich habe ein Inventar des Überschusses erstellt. Ich war für ein paar Minuten draußen und dann waren sie weg. Wir sollten überflüssiges Zeug zurücklassen. Nach dem Unfall und dem Ding mit meinem Bein zähle ich doch dazu. Ja, zähle ich wohl dazu. Ehrlich gesagt werde ich meinen Trupp nicht vermissen. Sie waren nicht besonders lustig, sie waren eigentlich alles, eigentlich das allerletzte. Aber die letzten Tage so allein zu verbringen, ich hatte nicht die Freigabe, um die Sicherheitsmechanismen komplett zu deaktivieren, aber ich konnte den Code zu meinem Geburtstag ändern. Der 17. Januar, erst der Monat, dann der Tag. Keine Sorge, du musst mir kein Geschenk besorgen. Ron. Okay, also 1701. Einer der Alten hat einen Passcode hinterlassen. Er war allein hier. Okay. Er sendete die Nachricht und hoffte, andere würden kommen. Ist jemand gekommen? Weiß nicht. Ich soll hier doch sicherlich irgendwas drücken oder ziehen, ne? Irgendwie? Und hier lauerte der heimtückische Hebel. Kann ich aber nicht? Ja, lass uns keine Hebel mehr ziehen. Achso, den hatte er gezogen. Achso, ich dachte, wir müssen den noch ziehen. Alles klar. Dann gehen wir weiter. 1701 müssen wir uns merken. Dann gehen wir doch hier mal runter. Oh, Brimglanz nehmen wir natürlich gerne mit. 14 haben wir jetzt. Das heißt, wir könnten, glaube ich, schon eine Waffe, eine legendäre Waffe, könnten wir, glaube ich, schon kaufen, ne? Und hier unser scharnierbewehrtes Hemmnis. Das Finale unserer großen Tour. Ja. Dann gehen wir nochmal einen Code ein. 1701. 1701. Ach, das war nicht. Nee, warum hab ich, hä? Warum hab ich 16? 17 war das. 17. 0. Nein. Hä? Warte mal, 0, 1, 17 dann vielleicht? Hab ich verlesen? Kein Glück, was? Hä? Da stand doch. Moment. Lass mich doch mal jetzt da hoch. Du sitzt doch hoch. Da stand doch. Ich habe den Code geändert auf mein Geburtsdatum. Erst. So, warte mal. Was stand da? Ich hatte nicht die Freigabe, um diesen Sicherheitsmechanismus komplett zu deaktivieren, aber ich konnte den Code
zu meinem Geburtstag ändern. Der 17. Januar, erster Monat, dann der Tag. Keine Sorge, du musst mir kein Geschenk besorgen. Erster Monat, also 01.01.17, das wäre richtig, oder nicht? 01.17. Geburtstag ändern, der erste Monat, dann der Tag. 17.00.01.17. Geh mal aus der Sonne! Verstehe ich das? Och Mensch, geh mir doch nicht. Soll ihr den Passcode versuchen? Ich brenne darauf, dass du Olva triffst. Ja, 01 17. Ach so, das sind drei. Oh, ich gehe die ganze Zeit über von vier Zahlen aus. Ich bin auch so ein Trottel, du ehrlich. Also 1 1. Mein Gott, ey. Ich hab mich die ganze Zeit so auf vier Zahlen drin versteift. Bröckelnder Stein, übelriechender Schimmel, ein stöberer Traum. Warte mal kurz, ich will mal gerade was gucken. Versucht, den Raum dort aufzusprengen. Du gehst mit Sprengpasta an, Olva, noch nie gegeizt. Achso, hier wären wir gar nicht weitergekommen, ne? Das ist ja auch lustig. Okay. Ja gut, so siehst mal. Ist hier noch was? Oh, da ist nichts mehr. Wo kennen wir? Was mich immer so bei diesen Höhlen immer so ein bisschen verwundert ist, dass man hier noch die ganzen Displays sehen kann, obwohl das eigentlich alles schon zugewuchert ist und kaputt und was. Das finde ich schon echt krass. Na gut, ist ein Spiel, aber trotzdem, ne? Mal gucken nochmal. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Oh, was auch immer. Die Schalttafel ist Schrott. Wenn man hier frei ist, da können wir sicherlich auch was machen. Nee, können wir nicht. Die Alten müssen gerne unterirdische Tunnel gegraben haben. Waren bestimmt gute Stöberer. So, haben wir hier noch was? Können wir den Waggon bewegen? Ich will hier doch auch irgendwas. Guck mal, hier ist noch so eine. Da oben ist auch noch irgendwie was. Waggon bewegen. Okay, den müssen wir wahrscheinlich ziehen, wie es aussieht. Wahrscheinlich hier vorne hin. Was meinst du, wie haben sie wohl diese Tunnel gegraben? Mit der Hand? Kannst du mir helfen? Vielleicht was immer du brauchst. Also gut, schieben wir. Ja, die Folgen der Fortbewegung. Ja. Ich höre doch irgendwas rumblubbern. Hast du das gehört? Ja, irgendwas an Viechern. Ja. Geh die Augen auf. Hier blubbert doch schon wieder irgendwas rum. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen umschauen. Ach, wir müssen wahrscheinlich oben rauf, ne? Kiste aufnehmen. Wie oft mir eine Kiste beim Stöbern den Hals gerettet. Oder was kostet. So, Kiste loslassen. Ich will mal hier ganz kurz reingucken, hier ist nämlich noch Brimglanz. Ja! Dieser Haufen Trümmer sieht mir ganz nach Olva aus. Tja, jetzt ist der Weg blockiert. Hier drüben war nichts weiter, ne? Hier gucken wir trotzdem mal rum. Ja, hier ist nichts. Da war eh nichts. Okay, gut. Können wir hier oben rauf. So. Und jetzt können wir da rüber. Ups. Ah, und hoch. Und wir brauchen Schlüssel. Hier braucht einen Code und ein Schlüsselmodul. Töten. Einen Moment bitte, ich sehe mich mal um. Keine lohnenswerte Grabung ist frei von teuflischen Risiken. Was auch immer. So. Da können wir ran. Sollte man diesen Schacht dann sehen. Mal sehen, was ich finde. Ein Film. Ich persönlich war immer besser darin, Dinge zu verlieren, als sie zu finden. Ja. Sag irgendwas, ich hab's verliebt. Emma, Scherben, meine arme Krabbe gar gut. So, was haben wir denn hier? Mal nichts.
Weiß man nix. Hier können wir rüberkraxeln. Du hast einen Hang zu halsbrecherischen Überquerungen. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Alles ist gut. Natürlich. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Wenn's an mir ginge, dann würde ich einfach die Treppe nehmen. Aber ich muss hier einfach, es geht einfach nicht anders. Hier ist mal Brimglanz. Oh, Alter, hier ist richtig Brimglanz drin. Brimglanz. Wertvolles Zeug. Naja. Da ist auch noch Brimglanz. Alter, was ist hier alles an Brimglanz? Willst du dich verarschen? Das wohl gut ist. Ja, werden wir gleich sehen. Ich mach das erstmal an. Oh, guck mal, hier ist wahrscheinlich gleich die Info, die wir brauchen. So, einmal das. Und dann haben wir noch eine Textdatei. Ja, wissen wir. So, Bohnenzähler. Hey, Ron, wie viele Dosen gebackenen Bohnen mit fadem Etikett und noch faderem Geschmack haben wir noch? Ich weiß nicht, Ron. Warum zählst du sie nicht nach? Warum zählst du sie nicht, Ron? Ach komm schon, Ron, das werde ich wohl tun. 1247. 1247. Also 1247. Das scheint mir eine ganze Menge Bohnen für einen Ron zu sein. Ja, Ron, da hast du recht. Du scheinst dich langsam gut an die Einsamkeit zu gewöhnen, Ron. Ron, danke, dass du es bemerkt hast. Soll das lustig sein, Ron? Vielleicht haben sie dich deshalb zugelassen, Ron. 1247, also 1247. 1247. Code von unserem Freund aus der alten Welt. 1247. Würde ich mal behaupten, dass es der Code ist, zumindest. Sieht nicht danach aus. So. Wir hier mal gucken, was hier passiert. Benutze das Rad. Achso. Es bewegt den Aufzug. Hey, Gildun, spring rein! Achso, okay. Könntest du dem alten Gildun den Aufzug runterschicken? Ja, ja, mach ich. So, jetzt steigen sie ein. Ist er drin? Jetzt ist er dran. Sicher genug. So kann man es auch sagen. Fabelhafte Fülle von Wagen. Hier wieder schieben. So. Achso, ja, schieben. Können wir gleich machen. Muss nur erstmal wieder. Muss ich ja darüber? Dann muss ich darüber. Moment. Komm ich nicht hin? Ja, okay. Das war doof. War nicht ganz so schlau. Machen wir zum Schluss. Jetzt muss ich ja wieder zu die Röhre kommen, wa? Da, hier brauchen wir trotzdem noch die Schlüsselkarte. Na gut. 1247. 1247. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich hier weiter lang soll. Da kommen wir jetzt rein. Muss ich jetzt wieder zurücklatschen. Und da waren wir ja schon. Schlüsselmodul, ja. Ist das ein Schlüsselmodul denn? Ich guck mal eben. Da ist das Ventil. Da oben wollen wir eigentlich hin. Da oben können wir hin. Schön. Okay, vielleicht gibt es einen Weg mit weniger Abbrüchen. Mit diesem Wagen könnte ich oben weiter hochkommen. Aber ja. Zuerst muss ich drauf. Ja, das wollte ich mich gerade sagen. Wie kommen wir denn da rauf?
Ja, von der anderen Seite dann vielleicht. Dann gucken wir von der anderen Seite nochmal. Da hatte ich erstmal nichts zum Raufklettern gefunden und gesehen. Aber dann habe ich es übersehen, definitiv. Wo kommen wir denn da hoch? Da komme ich nicht hoch. Und ich bin da rauf. Wie komme ich denn da rauf? Drüben hin, da drüben hin, da bringt es mir auch nichts. Da komme ich nicht hin, da komme ich nicht hin, da bringt es mir nichts. Wie komme ich denn auf den Wagen? Das Glück, eine weitere dieser Metallkisten zu finden. Oder wir bringen die, die wir haben, nach oben. Oder die, die wir haben, bringen wir nach oben. Ach so, okay. Ja, wie können wir die nach oben ziehen? Ich glaube nicht, dass das also einfach geht. Weil dann hätten wir auch einfach die Kiste nehmen müssen. Geh nochmal nach unten. Die wir haben, nach oben ziehen. Können wir die da hochziehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem muss ich dann ja wieder dahin. Das macht ja auch keinen Sinn. Hat das noch eine Kiste übrigens? Ach ja, das ist ja die, die ich vorhin runtergezogen habe. Alles klar. So. Nehmen wir mit. Kann ich die denn hochziehen? Kommen wir nicht lang. Mit dem Aufzug könnte ich an die Kiste oben kommen. Ja. Meinst du, du kannst die Aufzugsteuerung erreichen? Du meinst rüberklettern? Klar! Also, wie hast du Olva kennengelernt? Wir reisten in einer Karawane. Er war erst etwas spröde. Bis ich ihm von Mama erzählt habe. Ihrem kostbaren Spiegelglas. Und wie ich genauso eins fand. Er war an deinem Spiegel interessiert? Und kletter rüber da! Ihr zwei werdet euch verstehen wie Schraube und Futter. Haha! Ich kann's noch! Okay, drehen wir mal an der Kurve. Komm da trotzdem nicht hoch, warum nicht? Was? Ach jetzt. Ich warte bei der Steuerung. Ja, mach das. Wir heute mit der Akrobatik. Och komm, verarsch mich doch. Hier fällt wirklich alles auseinander. Mann, ey. Jetzt aber. Oh, hier haben wir gleich wieder. Müssen wir gleich wieder Feuerglimmer machen hier. Ich komme jetzt an das Schlüsselmodul. Oh, hier haben wir gleich den Todbringer. Okay. Schlüsselmodul nehmen wir auch. Oh, warte. Oh, Alter, so. Komm schon, komm schon. Oh, warte. Als ob.
Autschi! Warte mal, jetzt muss ich so langsam jetzt mal heilen, sonst wird es gleich duster. Ach, hier oben ist auch noch einer. Wo kommst du denn her? Wir spinnen. Oh, da muss noch einer sein. Hab mehr. So, zwei noch, drei noch. Ach, hier ist auch noch einer. Mann, komm hier mal überall her. Okay, ich glaube, das waren alle. Gehen wir weiter. Einen Schritt näher an Olga. So. Aber erstmal muss ich unten noch sammeln, tut mir leid. Auch wenn es so Kleinigkeiten sind, aber wir nehmen das Material gerne mit. Müssen wir, Wir können einfach nicht anders, wir müssen einfach looten. So. Looten, looten. Wer weiß, wofür man das mal braucht. So. 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 Auch noch was. Wahrscheinlich nur Scherben. Auch noch was. So. Wo haben wir es jetzt alles, ne? Haben wir noch was über? Haben wir alles weggelootet? Alles gut. Jetzt muss ich nur erstmal wieder da hochkommen. Wie komme ich da jetzt hoch? So, jetzt kommen wir aber mal. Zack. So. Haben wir Schlüssel rein. 1, 2, 4, 7 war das, ne? Code eingeben. 1, 2, 4, 7, meine ich, war das. 1, 2, 4, 7. Wir sind drin. Oliver fragt sich bestimmt, was die ganze Aufregung zu bedeuten hat. Gehen wir doch mal jetzt mal aus dem Weg hier. Außerdem heißt es sowieso Ladies First, ne? Davon mal abgesehen. So, was haben wir dann? Für Ron, ich bin heute hier versammelt. Was? Ich bin heute hier versammelt, um meinen guten und neuesten Freund Ron beizusetzen. Was? Wie kann er sich denn selber eine. Wie kann er sich denn. Nein, lesen wir das noch weiter. Ich bin heute hier versammelt, um meinen guten und neuesten Freund Ron beizusetzen. Ron hat mir das Leben gerettet. Zumindest die allerletzten Tage meines Lebens. Ich kümmere mich gerade um meinen Großvater. Als das Militär zur Evakuierung aufrief. Ich habe nicht erwartet, dass er so lange ohne Strom für seine lebenserhaltenden Geräte durchhalten würde. Aber das tat er. Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Als ich schließlich versuchte zu fliehen, waren alle weg. Ich streifte stundenlang durch die Stadt, bevor ich Rons Nachricht hörte. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass ich die letzten Tage meines Lebens mit einem komischen Bunkermann verbringen würde. Aber ich schätze, es war die beste Lösung. Ron machte das Beste aus dem Tag, an dem ich ihn... Beste aus dem Tag, an dem ich ihn kannte. An einem Abend haben wir in den Schächten Bohnendosen Bowling gespielt. Am nächsten Tag machten wir eine Spritztour mit den Frachtkarren. Dann wurde die Luft schlecht. Wir wechselten zum Notsauerstoff. Als dieser zur Neige ging, begannen wir, die Flaschen zu nutzen, die das Sanitätsteam zurückgelassen hatte. Wir verbrachten seine letzten Tage damit, uns alte Holos von Santa Monica Küchenschlachten anzusehen. Küchenschlachten. Ron gab mir die letzte Sauerstoffflasche. Er sagte, er wolle, dass ich mir das Staffelfinale ansehe. Anscheinend bleibt da einem die Spucke weg. So war es einfach. Vielen Dank, Ron. Deine Freundin bis zum bitteren Ende, Brienne. Etwas gefunden? Ah, ja. Schätze, unser Freund hat doch jemand gefunden. Aber ja. Keine Spur von Olva. Wir suchen weiter.
Ach ja, die Armen. Achso, hier, die suchen weiter, natürlich. Schießt man damit in geschlossenen Räumen herum? Natürlich! Gerade in geschlossenen Räumen. Muss auch ein bisschen wummern hier. Das muss Olva sein. Gutachten. Achso. Ich stehe mitten drauf und suche ihn die ganze Zeit. Kalt. Er ist schon eine Weile hier. Sein Sprengstoff muss Gräber angelockt haben. Er ist tot, oder? Was ist das? Er hat Gildons Spiegel gestohlen. Bestimmt, als er ihn vom Boot gestoßen hat. Wie soll ich Gildon das nur beibringen? Ja, Leiche. Tja, wie sollst du es beibringen? Geht er da drin? Oder machst du nur wieder dein Ich rede mit mir selbst Ding? Ich rede mit mir selbst Ding. Ich sollte Gildon nicht warten lassen. Ja. Achso, dann lassen wir ihn gar nicht rein. Ich dachte, wir müssen die Tür aufmachen. Er scheint sich verbarrikadiert zu haben, aber einer kam durch. Dann gehen wir wieder so zurück. Da ist sie. Eine Stöberin ohne Gleichen, muss ich sagen. Also, lass hören. Ja, achso. Und? Irgendeine Spur von meinem Partner? Gildon. Olva hat es nicht geschafft. Die Maschinen... Das hier hatte er in der Hand. Mein Spiegelglas? Aber wie? Das wird ein Schlag für dich sein, aber... Ich glaube, er... Er hatte mich wirklich gern. Er wusste, wie wichtig mir das war. Das... Darum muss er es festgehalten haben. Ich war bis zuletzt in seinen Gedanken. Ah. Weißt du, Gildon, du hast bestimmt recht. So solltest du dich an ihn erinnern. Und zumindest weißt du jetzt, was ihm zugestoßen ist. Ja. Du hast recht. Irgendwie finden wir nur Leichen, ne? Lieber beim Stöbern sterben, als es nie zu erleben. Das ist aber auch ein Pech. Gerade als ich endlich einen Freund gefunden hatte. Ach, wenn der Hammer fällt, dann fällt er. Ich Oder sollte Hammer. Daran gewöhnt sein. Ehrlich gesagt, hatte ich noch nie einen echten Freund. Auch uns? Ich meine, also Freundin. Wenn nicht mal die eigene Mutter bei dir bleiben will. Wieso jemand anderes? Ich glaube langsam. So wird es mein Leben lang bleiben. Was ich auch tue oder sage, am Ende bin ich zwangsläufig ganz allein. Hey, das stimmt nicht. Du hast doch mich, Gildon. Ich bin vielleicht nicht die ganze Zeit bei dir. Aber wir können in Verbindung bleiben. Damit. Eins von deinen Wundern? Es nennt sich Fokus. Halte ihn hierhin. So. Wow! Stahl und Funke. Siehst du das an? Und das? Und da drüben? Wie wunderschön. Keine Ahnung, was es bedeutet. Aber es ist überwältigend. Ich bringe dich in Kontakt mit Freunden von mir. Sie zeigen dir, wie man den Fokus benutzt. Und ich hab's ernst gemeint. Wenn du mich mal brauchst, ruf mich. Für Freunde bin ich immer da. Oh. Bevor du dich jetzt verdrückst, habe ich auch etwas für dich. Du kannst bestimmt mehr damit anfangen als ich. Danke, Gildon. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wie gesagt, wenn das keine direkten Displays sind, trotzdem ist es ja lustig, dass wir trotzdem noch Informationen rauskriegen. Deswegen sage ich ja, komisch immer, dass die Dinger noch irgendwie noch funktionieren.
auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Man würde ja erwarten, dass es immer unter Strom steht. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Wir haben 14 Punkte. Können wir gleich mal wieder bei den Fertigkeiten mal gucken. Da sind wir voll, glaube ich. Dann haben wir Fallenstellerin, Jägerin, Überlebende. Überlebende können wir nochmal gucken. Da sind wir auch noch nicht, Max. Dreifach Häcksler. Ja, wir nutzen das eben halt nie, ne? Das ist das auch so, das Ding. Was ist das denn? Niedrige Gesundheit. Außer ich skill das einfach mal. So. 3 Punkte. Machen wir das auch mal auf Max. So, 2 Punkte haben wir noch. Die können wir auch nochmal irgendwo investieren. Fallenstellerin, Maschinenmeisterin. Die haben wir noch nicht, Max. Das funktioniert auch noch nicht. Eindringling. Machen wir sonst Fallenstellerin. Wie ich schon sagte, wir nutzen das eigentlich sowieso nicht, aber naja. So. Gut, Knut. Dann mal wieder zurück, würde ich sagen. Ja. Ich habe einem Freund gerade einen Fokus geschenkt. Verbindest du ihn bitte mit unserem Netzwerk? Und siehst du vielleicht ab und zu nach ihm? Er braucht jemanden zum Reden. Natürlich. Ich unterhalte mich gern mit ihm, wann immer er möchte. Hallo! Funktioniert das Ding? Hallo, Gildu. Setzen wir unsere Unterhaltung auf anderer Frequenz fort. Wow, Westim! Moment, sag's nicht! Auch eine Freundin einer gewissen Flammenhanora? Bei der Schmiede, das wird fabelhaft! Das wird es. Das wird es. Alter, möchte ich aber nicht Gaia sein. Ich glaube, da ist gut, dass Gaia eine KI ist. Also ich glaube, ich würde da durchdrehen. Also ganz ehrlich, ich würde da echt durchdrehen bei solchen Leuten. Die ganze Zeit vollgeblubbert werden. Oh mein Gott. Oh nee, wenn ich mir das schon so vorstelle. Nee, tut mir leid. Also. Ich bin sowieso kein Freund von so langen Dialogen. So. Ja, dann können wir eigentlich ja nach oben, ne? Dann können wir ja eigentlich 621. Gut, dann sammeln wir wieder ein paar Bärge. Und 1000 Meter. Das muss ich einmal ganz kurz gucken. Wollen wir da jetzt hin? Schreckflügelareal. Mehr Nerv. Da könnten wir nochmal gucken. Da müssen wir hin. Oder lassen wir uns abholen. Anhänger Außenposten. Anhänger Außenposten? Moment. Moment. Und da, eigentlich will ich da ganz gerne hin. Wir wollen jetzt zu den Anhängern. Unbekannt. Da links runter oder rechts runter? Geradeaus. Da können wir speichern. Da können wir runtersliden. Ja gut, dann gehen wir hier geradeaus. Speichern wir es mal ab. Und dann machen wir... Machen wir da hinten sonst mal den Außenposten. Manuelle Speicherung machen wir. So, da sind die Anhänger. Dann würde ich mal da mal runtersliden. Gleiten. Markieren. Ich will die anderen hinter markieren.
kriegen wir hier vielleicht mal ein High Ground oder sowas hin. Das wäre super. Dann können wir wieder mit Scharfschussbogen können wir wieder operieren. Wenn sie wie Seth und sein Trupp sind, sollte ich aufpassen. Sie wollen bestimmt Rache. Garantiert. Na, noch mehr? Sehe ich da nur die drei? Da sind das nur drei Gegner? Auf jeden Fall Scharfschussbogen. Plonk. Hierher! Reiß sie in Stücke! Ach, da sind ja doch noch mehr. Ach, die beiden wissen gleich, wo ich bin. Woher wissen die das denn? Ich war komplett in Deckung. Woher wissen die das denn gleich wieder? Da sind ja wieder Bagaluden. Die wissen gleich wieder alle, weißt du? Gleich gucken. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nein, nicht, ne? Okay. Besser. Oh, wo sind die denn? Seid ihr? Ah. Na, wo sind die anderen? Die sind garantiert da vorne auf der Ecke, wo wir gerade gewesen sind. Ach, dann ist auf jeden Fall einer. Aber ich suche die eine Schütze noch. Wo ist die denn hin? Da ist sie. Da ist sie. Sie markieren. Flonk. Das ist nicht schön. Ja, machen wir momentan wenig Schaden. Ich kann keine mehr stellen. Scheiße! Du siehst gar nichts. Gar nichts siehst du. Die Course of Pfeil im Kopf und so. So, wo ist der andere Nasenbär? Der hockt irgendwo da oben, die Sau. Na komm. Ah, jetzt habe ich ihn gut getroffen. War ein Treffer noch. Diese Quinn sind wie die in Londras Bunker. Weg! Irrational und blutrünstig. Genauso wie ich. Muss aufpassen. In der Wildnis könnten mehr Verweigerer sein.
Doch noch mehr Verweigerer, okay. Gut. Verweigere. Warum da nicht da oben noch was? Egal, gucken wir es mal hier. So. Oh, was ist denn hier für ein Gedöns? Hast du irgendeine Markierung? Hä? Darf ich das nicht lesen oder soll ich das nicht lesen? Hallo? Kann das aber definitiv nicht lesen hier gerade. Okay, das ist grün. Aber das Lager ist auf jeden Fall grün. Das heißt, wir haben das befreit. Dann ist ja alles gut. Da ist noch ein Leiche. Na. Hallo? Stein aufheben, ja super. Gut, ja, haben wir, ne? Haben wir. Hier war noch irgendwo ein Feuer. Wobei, ich würde noch ganz gerne mir noch einmal das Fragezeichen angucken. Was hier noch ist, das gönnen wir uns mal ganz kurz. Ein Fragezeichen. Hin, wahrscheinlich da, wo es leuchtet, ne? Naja. Guck mal, hier ist noch ein Lagerfeuer. Da wollen wir eigentlich ganz gerne noch mal hin. Ja, ja. Hin. Na, da werden sie die auch Maschinen sein. Oder auch nicht. Ja, das hört sich aber schon danach an. Zone für Fans? Interessant aussehende Ruine. Was da wohl drin ist? Fandom. Den darf ich auch scannen diesmal. So, Nachricht, blablabla, Milos, oder Milosch, ich bin vom Herrenklo zurückgekommen und die Figur war einfach weg. Allein schon der Koffer hat den Wert eines Wochenlohns. Hast du es denn schon mit Find My Case probiert? Ich habe einen Ping aus dem Parkhaus im Nordosten der Straße bekommen, dann ist die Verbindung abgebrochen. Ich hasse diesen Ort, total untergrundmäßig und gruselig. Ich habe den Security Case in den verlorenen Modus gesetzt, dann ist er unverkäuflich. Als ob das noch was ausmacht. Du bist am Arsch. Scott spinnt und er ist besessen von Pangea. Ja, ich habe die Holocon-Bilder gesehen. Eine Figur wurde gestohlen. Sie hatte offenbar eine Art Ortungsgerät. Und die letzte bekannte Position ist eine unterirdische Parkgarage. Hm. Ja, ist eine Frage. Instabiler Feuerglimmer. Ach so, Feuerglimmer, ja. Bei der kleinsten Erschütterung könnte es explodieren. Ja. Was ist das? Ein Vorratslager. Stabiler Feuerglimmer. Gea-Figur. Links von uns. Ja, da soll die Figur sein, sicher? Ich dachte, die wären mal ganz woanders. Gea-Figur. Oder müssen wir tauchen? Ich glaube, wir müssen tauchen. Aber hier ist gar nicht tief genug. Nee, okay. Können wir nicht tauchen.
soll eine Pangea-Figur sein. Okay. Müssen wir einmal ums Gebäude rum. Vielleicht sehen wir da nochmal irgendwie was. Ich weiß auch nicht, wofür wir diese Pangea-Figur brauchen, aber... Das ist irgendwie ein Grund hier mit dem Baum. Der Baum hat das jetzt aber nichts zu tun hier, oder? Hä? Da sollen wir hin. Ja, es ist ja hier vorne, Pangea-Figur, aber... Lesen uns das mal ganz kurz durch, warte mal. Notizbuch. Ich hasse diesen Ort. Ich habe den Security Case im verlorenen Modus gesetzt, dann so unverkäuflich. Ja, du bist am Arsch, gerade schon besessen von Pangea. Ich habe die Kolokon-Bilder gesehen. Find my case. Allein schon der Koffer hat den Wert eines Wochenlohns. Also Schweine viel Geld wert. Aber wo könnte das denn sein? Könnte ja dann nur eigentlich nur auf dem Gebäude sein, oder? Ja, ich probiere mal was. Oh. Ich gucke mal gerade von oben mal so ein bisschen. Hier oben auch vielleicht irgendwie? Ein Gärfigur, ein bekanntes Pirsche-Areal. Ah. Ein bekannter Unterschlupf. Da sollen wir eigentlich hin. Was ist denn diese Pangea-Figur? Wo kriegen wir die denn her? Ich glaube, hier wird die gar nicht sein. Da wollte ich zwar auch nicht hin, aber egal. Ach, guck mal hier, warte mal, hier ist vielleicht was. Ah, guck. Frachtbehälter auf. Ah, nee, das ist nur ein Frachtbehälter. Nicht, dass das Ding da drin ist. Da ist aber auch keine Pangea-Figur drin. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Vielleicht werde ich immer so ein bisschen Scanner.
zweite Vorratstruhe, Motorraum. Da unten könnte man jetzt höchstens gucken. Stimmglanz, Splitter. Ruine. Vielleicht die von dem Datenpunkt über die gestohlene Figur. Hier scheint es zu sein. Möglich wäre es, ja. Hier bei den alten Gras könnte ich anfangen. Hirscher! Na, ja, komm mal gleich runter, Vieh. Oh, Pischer, ja, tatsächlich. Uah. Was hast du davon? Oh, das war doof. Ich doof geworfen gerade. Erwischt. Tada! Achso, war dann nicht noch nicht ganz tada. Warte. Ah, reicht das noch? Reicht das noch? Reicht das noch? Nein! Reicht nicht. Ach komm, als ob. Oh, da verreck ich noch hier, ich dummer. Dummer Mensch, ey. So, haben wir schon wieder eine Stunde. Unterirdische Ruine. Vielleicht die von dem Datenpunkt über die gestohlene Figur. Ja, das machen wir noch fix fertig. So. Wo war das jetzt hier? Ich muss glaube mal. Ah, wo war denn das jetzt noch? Da, hier runter. Achso, hier war das, alles klar. Hier scheint es zu sein. Ja. Ich muss die Figur finden. Hier bei den alten Wracks könnte ich anfangen. Gut, aber dann machen wir an dieser Stelle doch mal einen kleinen Break, weil sonst wird das ein bisschen knapp. Haben wir hier eigentlich. Okay, na gut, dann müssen wir nochmal durchziehen. Ich habe jetzt gerade nämlich keinen Platz zum Speichern. Nicht gucken, da können wir auch nicht gucken. Da wird die Folge ein bisschen länger. Ist gut. Sonst hätte ich jetzt was zum Speichern gehabt, dann hätte ich da erstmal gespeichert. Oh, okay, dann müssen wir wahrscheinlich da rechts runter. Das war hier vorne. So. Wird langsam dunkel hier unten. Ich ja. Sollte wachsam bleiben. Ja, allerdings. Noch. Achso, das sind gerade hier diese komischen Pilze wieder. Also diese Nebelpilze nenne ich jetzt mal. Lalala. Oh, der hat richtig hart getroffen gerade. Genau auf den Nerv, glaube ich. Kann ich ganz gut mit leben. Sehr schön. So, da geht es auch noch mal weiter runter, mutmaßlich. Wir gucken hier trotzdem noch mal. Dann nehmen wir noch ein paar Pilze mit. Die behalte ich als Vorrat. Hier ist auch noch was. So. Ich will noch da hinten noch mal luschern.
Stimmglanz für mich, Kiste für mich. Ansonsten ist hier nichts. Gut, dann geht's wahrscheinlich dann noch eine Etage tiefer. Ohne? Scheint die letzte Ebene zu sein. Hoffen wir mal. Ist die Figur noch hier unten. Muss sie ja dann ja sein. Oh. Ach, hier ist er mit dem Auto. Gucken. Hab sie. Schätze, das ist eine antike Figur. Sie scheint Teil eines Satzes zu sein. Oh nein! Gibt es sie auch? Ich behalte sie besser erstmal. Neues Sammlerobjekt. Oh nein. Neue Sammelfiguren, ey. Gut. Dann gucken wir mal, wo wir... wir kommen hier noch nicht raus. Ich sehe noch nicht... Ach Gott, da haben wir schon wieder. Jetzt geht's los. Au. So, falls ihr nochmal hier hochkommt... Oh, da ist ja noch mehr. Oh, scheiße. Fiel einfach nur raus. So. Ich lasse mich mal abholen, glaube ich, gerade. Bevor es schwierig wird. Wo ist denn mein Würgelchen? Da. Hol mich mal ab, bitte. Danke, tschüss. So. Dann schwebe ich mal hier gau rüber, erstmal zu dem Lagerfeuer. War das hier? Ja, ne? Ne, wir müssen rechts runter. Diese Ausrüstung scheint schon länger verlassen zu sein. Sieht nach Osseren aus. Wenn sie gestöbert haben, könnten sie was Wertvolles zurückgelassen haben. Ja, können wir auch gleich nochmal gucken. Beziehungsweise später. Gut, mache ich hier erstmal einen kleinen Break an dieser Stelle mit einer etwas längeren Folge Burning Shores. Und machen wir jetzt mal hier einen kleinen Cut, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Horizon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wir gucken hier noch ein bisschen rum, bevor wir dann mit der Hauptmission weitermachen. Und ja, dann schauen wir mal, ne? Also machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.